Ja, mein Name ist Alfred Plato. Ich bin Gründer und Erfinder des internationalen Aktienfonds Ökovision. Und ich habe diese Vision weiterentwickelt in den letzten 15 Jahren zur Größe transportiert. Und ich glaube, dass wir mit unserer Tätigkeit weltweit Unternehmen zu finden, in die wir investieren können, einen enormen Beitrag geleistet haben, was die Veränderung von Denken in Aktiengesellschaften, die sich mit Produkten beschäftigen, die die Welt nach vorne bringt, veranlassen können. So, die Zukunft für uns ist, dass wir mit dem Wissen, dem Know-how, mit dem Geld, das wir angesammelt haben, mit der nächsten Milliarde, die ich anstrebe von institutionellen und Privatanlegern, nicht nur Einfluss gewinnen, sondern auch über journalistische Tätigkeit und auch über ganz spannende Reportagen von China angefangen bis zur Aktualität in Amerika Veränderungsprozesse gestalten können. Veränderungsprozess heißt, wir wollen Einfluss nehmen auf Unternehmen, die im ökologischen Bereich von der regenerativen Energie bis zur biologischen Nahrungskette ihr wirtschaftliches Tun und Lassen so organisieren, dass Ökologie und Ökonomie zu einer gemeinsamen Stärke werden. Das ist die Herausforderung des Kapitalismus für das Jahr 2020.